Haben sie nicht zerstört? Yay! Die Invasion. Wir haben hier nur ein rechtes Triebwerk zerstört. Hey, Transporter Chief! Wo sind die anderen? Wir haben einige Schäden erlitten, daher mussten wir sie getrennt zurückbeamen. Tuvok braucht sie, na los! Das Harvester-Schiff wurde nur kampfunfähig gemacht. Sie versuchen jetzt, uns zu entern. Das ist ein zähes Schiff. Gut, ich beam sie auf die Brücke. Die Voyager noch intakt. Chang, Monroe, die Andockhaken der Harvester drohen, die Hülle zu durchbrechen. Gehen Sie zum Ausrüstungsraum und besorgen Sie sich Vorräte. Ach so, wir sind ja genau neben dem Ausrüstungsraum. Halleluja. Geh durch! Fettsack! Der Chief, kommt er mit? Hey! Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Quatschen. Dann halt's. Ihre Waffen können nicht schaden. Wenn die Harvester nur annähernd so zäh sind wie ihr Schiff, werden sie eine starke Feuerkraft brauchen können. Das ist ohne schöne Waffe. Ist das der Doktor? Wie Sie sehen können, hat es einige Opfer gegeben. Benötigen Sie medizinische Hilfe. Hallo Doktor! Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen, kommen Sie einfach wieder hier vorbei. Wenn ich jemals... Doktor? Müssen Sie nicht auf irgendetwas schießen? Leichte Verbrennung. Schade. Die sind wahrscheinlich tot. Wie beim letzten Mal, wo der Doktor sagte, da sind wir dann nicht mehr zurückgekommen, weil wir nicht mehr konnten, weil wir woanders lang mussten und... So. Was, die Harvester sind fast da? Monroe, Hilfe! Shit! Wieso hat der keine Waffe? Alter, was ist das? Das sind Krabben. Leck mich doch am Arsch. Die Harvester verteilen sich in den Korridoren. Halten Sie sie um jeden Preis auf. Ich hole mir jetzt hier nochmal Waffen. Wo gehen die hin? Hey, wo geht die hin? Hey. Wichser. Oh, ihr könnt mich nicht... Könnt mich doch nicht alleine lassen. Okay. Waffenenergie. So. Ja. Steckt er sich da drinne? Hey. Kollege. Naja, lassen wir den mal da drin. Warte. Das wollte ich, ja. Wir sind zurück auf der Voyager. Wir werden, eingenommen, wir werden überfallen, wie heißt das gleich, wir werden, wie heißt denn das? Hallo? Ich glaube, Sie brauchen medizinische Hilfe. Sie sollten sich auf die Krankenstation begeben. Achso. Heilige! Na? Liz? Benötigen Sie etwas, Monroe? Ja, Hallo! Was macht er? Was soll das? Was soll das? Ich... Oh, Verstärkung. Machen da was an der Tastatur? Also noch mehr Schädigen, Schäden. Sie reißen das Schiff in Stücke. Ja.
Die Voyager sieht da jetzt schon aus wie, wie hier bei Ein Jahr Hölle. Was? Pause vorbei. Oh, ich sollte vielleicht doch eine Waffe nehmen. Also, das ist doch unerhört. Mist. So, das war mal ein Zimmer, das war mal ein Replikator. Ich hätte eigentlich schon mal Hunger bzw. Durst. War jetzt 2-3 Stunden oder 5 oder so in, auf einem Einsatz und hab da auf dem Schiff natürlich nichts zu essen gekriegt und stört die? Gerade? Gute Nacht. Ein schönes Bild. Oh. Wick. Thanks for the Landy. Ich kann das kaum lesen. Meaning? Zebra. Ah ja, das ist eine schöne Orionerin. Nicht die Oreo-Kekse, sondern die, also Sternbild Oreo, Orion, kennt ihr ja sicher, also. Ja. Mein Gott, sie sind überall! Ja. Die sind wie die Borg, die interessieren sich nicht für ihn, bis man sie angreift. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal durchlaufen sollte... So, ich habe dann mal keine Waffenenergie mehr. Und auf dem Schiff ist das nicht so wie andere Schiffe, wie jetzt, wo, bei jedem Schiff, wo wir waren, waren überall Waffenterminals und die Lithiumkristalle, die da zur Ausstellung an den Wänden standen. Aber auf der Voyager ist sowas nicht. Sie dringen durch die Wände ein. Was? Vielleicht soll ich nochmal zurück in die Waffenkammer gehen, aber es ist mir ein bisschen... weit jetzt, ich gehe jetzt nicht hier 50 Decks. Nix. Ich glaube, ich habe die Viecher jetzt aufgescheucht. Was? Ach so. Ja, natürlich, ne? Ja, warum auch nicht? Okay, vielleicht ist die Krankenstation doch nicht so weit weg. Hey, ich bin's. Nee, das nicht. Hm. So. Das klassische Kompressionsgewehr, eine klassische Waffe der Vereinten Föderation der Planeten. Beziehungsweise der Stern. Alter, das klingt ja wie hier Würfel. Es sind so viele. Zum Glück haben die keine Waffen. Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße. Alter! Doch am Arsch!
Alter! So, erstmal zu Neelix. Okay, wo geht's da noch lang? Natürlich! Hier war gerade noch ein Grasfeld, du Wichser. Ah, lack mich doch am Kreuzband, ey. Achso, hier geht's übrigens zur Waffenkammer und alles. Ich kenne ich. Weg, 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 weg. Oh, ein Film. Sind Sie okay? Ach, wir benötigen keine medizinische Hilfe. Ihre Hilfe kam gerade recht, Fenrich. Und wie? Wenn Sie nur etwas später gekommen wären, hätten wir den Harvestern als Vorspeise gedient. Monroe an Brücke. Die Harvester wurden eliminiert. Gute Arbeit, Fenrich. Wir werden schnellstens Aufräumcrews hinunterschicken. Ich kann nicht glauben, dass die den Dreadnought-Treffer überlebt haben. Es wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn wir die Harvester nicht kampfunfähig gemacht hätten. Nicht, dass sich dadurch hier irgendjemand besser fühlen würde. Was meinen Sie? Sagen wir nur, als Moraloffizier ist mir aufgefallen, dass die Leute etwas angespannt sind, weil sie schon so lange defensiv sein mussten. Etwas angespannt. Ich hoffe nur, dass wir hier schnell wegkommen. Tuvok, Fenrich Monroe, melden Sie sich in einer halben Stunde im Konferenzraum. Na was denn? Lauf! Schnell! Husch, husch! Entscheidungen! Los, entscheiden wir mal was! Los! Wir klauen von denen Wurbantrieb! Das Elysium funktioniert. Die Umgebungskontrollen und die meisten entscheidenden Systeme werden bald wieder aktiv sein. Aber ich weiß nicht, ob die gesamte Energie wiederhergestellt werden kann. Wann haben wir wieder Warp-Antrieb? Ich will die Voyager so weit wie möglich von dieser Todesfalle wegbringen. Ich könnte ihn vielleicht wieder funktionsfähig machen, aber bei dem konstanten Energieverlust durch das Dämpfungsfeld der Forge kann ich nicht für seine Stabilität garantieren. Harry, was ist mit den Sensoren? Können wir... Halt, wollen wir nicht... Oh nein, jetzt gucken sie alle mich an. Was wollten Sie sagen? Nun, wollen wir keinen Gegenangriff starten? Was? Ich meine, wollen wir hier nur rumsitzen und darauf warten, dass sie uns fertig machen? Oder werden wir zurückschlagen? Ich beabsichtige nicht, die Voyager hier hilflos in der Falle zu lassen, Fenrich. Vielleicht haben sie eben nicht richtig zugehört. Aber wir geben unser Bestes, um hier wegzukommen. Mr. Monroe, Sie wurden aus reiner Höflichkeit zu dieser Konferenz gebeten. Captain Janeway hat Ihren Vorschlag abgelehnt. Captain, ich sage doch nur, was sowieso alle denken. Also gut, Fenrich. Sagen Sie uns, was alle denken. Schöne Frisur. Es ist nur... Die Leute haben es satt, ständig in der Defensive zu sein. Da muss ich ihm recht geben. Ich habe mit einigen Besatzungsmitgliedern gesprochen. Ihre Moral wird ja auch Zeit als erster Offizier. Sie fühlen sich verletzlich. Angriff ist mitunter die beste Verteidigung. Aber klar. Was sollen wir ohne Antrieb und Waffen machen? Dort hinübertreiben und sie gründlich beschimpfen? Die Verteidigungssysteme dieses Monstrums könnten die Voyager in Fetzen reißen. Man kann nicht jedes Problem mit Gewalt lösen, Fenrich. Ich dachte, das wüssten sie inzwischen. Während wir hier unsere Wunden lecken, könnte die Forge ein weiteres Harvester-Schiff schicken. Das ist ein weiterer Grund, um die Reparaturen schnellstens abzuschließen. Und was ist, wenn wir die Reparaturen wegen dieses Dämpfungsfeldes nicht abschließen können? Ich verstehe. Es geht uns sie ist aufgestanden. Wo ist ihr Stuhl hin? Sondern auch seiner Crew. Ich kann die Stimmung meiner Leute nicht einfach ignorieren. Wenn sie keine Gelegenheit erhalten, zurückzuschlagen, werden sie ihre Kampfmoral bis zum Eintreffen des nächsten Harvester-Schiffes vielleicht ganz verloren haben. Und ich kann das Schicksal all der anderen zahllosen Opfer dieser Forge nicht ignorieren. Oder das derjenigen, die sie noch fordern wird. Wir haben so verbissen um unser eigenes Überleben gekämpft, dass wir beinahe unsere Verantwortung denen gegenüber vergessen hätten, die hier ebenfalls gefangen sind. Wenn sich uns eine Gelegenheit bietet, diesen Wahnsinn ein für alle Mal zu beenden, müssen wir sie ergreifen. Die Voyager kann es jedoch in ihrem derzeitigen Zustand nicht mit der Forge aufnehmen. Mr. Monroe, ich nehme an, Sie haben einen Plan. Allerdings. Das trojanische Pferd. Das Harvester-Schiff. Aber klar. Ich kann ein kleines Team mit meinen besten Leuten zusammenstellen. Wir können mit der Harvester in die Forge gelangen und ihre Verteidigung lahmlegen, damit sie per Shuttle Verstärkung schicken können. Wenn wir das Dämpfungsfeld deaktivieren, sollten die Voyager und die anderen Schiffe imstande sein zu entkommen. Wir haben keine Ahnung, über welche internen Verteidigungsanlagen das Ding verfügt. Wenigstens können wir der Voyager etwas mehr Zeit verschaffen.
Also gut, Tuvok, Chakotay, Monroe, lassen Sie uns einen Plan aufstellen. Es wird Zeit, dass wir es unseren Aggressoren heimzahlen. Bam, bam, bam. Sobald der Dämpfungsfeldgenerator deaktiviert ist, werden wir die Forge evakuieren und mit den Shuttles zur Voyager zurückkehren. Besatzungsmitglied Jaworski, ja. Sir, wie sollen wir das Harvester-Schiff zur Forge zurückbringen? Wir haben doch keine Ahnung, wie man es steuert, oder? Ein Forschungsteam hat das Harvester-Schiff untersucht und ein automatisches Rückkehrsystem entdeckt. Das Schiff wurde so programmiert, dass es von allein zur Forge zurückkehrt. Der Anführer Ihres Teams, Fenrich Monroe, wird Ihnen nun Ihre genauen Missionsziele mitteilen. In Reden bin ich doch so schlecht. Das erste Team wird aus einer kleinen Gruppe bestehen. Mir selbst, Telsia, Beastman und Shell. Wir werden an Bord des Harvester-Schiffes gehen und die automatische Rückkehrsequenz initiieren. Wir gehen davon aus, dass das Harvester-Schiff zu diesem Bereich der Forge zurückkehren wird. Es ist eine Art Undock-Ring, der anscheinend noch nicht fertiggestellt wurde. Unsere Scans weisen darauf hin, dass sich die Energieversorgung für die Verteidigungssysteme in diesem Bereich befindet. Sobald wir sie abgeschaltet haben, werden wir die Verstärkung rufen. In welchem Bereich? Dann sind die anderen an der Reihe. Hm? Wenn wir uns treffen, werden wir uns verteilen und diesen Hauptschacht entlang gehen. Wir werden versuchen, den Generator des Dämpfungsfeldes zu finden und zu zerstören, da leuchtet alles. Damit die Voyager entkommen kann. Noch Fragen? Ja, darf ich zu Hause bleiben? Haben wir zu erwarten? Ehrlich gesagt haben wir keine Ahnung. Wir gehen davon aus, dass da drüben noch mehr Harvester sein werden und wer weiß was noch. Wir wissen nichts über die Forge oder wer sie steuert, aber ich erwarte einen ziemlich starken Widerstand. Hören Sie, ich weiß, dass einige von Ihnen Angst haben. Das geht mir genauso. Tolle Aufbaurede. Unser Team wurde für einen so gefährlichen Einsatz wie diesen hier ausgebildet und trainiert. Wir können dieses Ding besiegen. Diese Crew hat mich im Laufe der vergangenen Jahre mehrfach überrascht und beeindruckt. Die Sternenflotte, Maquis und andere, wir alle haben uns zusammengeschlossen und eine Leistung erbracht, die alles, was man von der herausragendsten Crew eines Raumschiffes erwarten kann, übertroffen hat. Ich weiß, dass sie diese Aufgabe erfüllen können. Wir das ist eine Rede. Zerstören. Die ist gut. Ist ja auch alles der Captain. Klar. Steigen wir in die Anzüge und legen wir los. Mein Team, melden Sie sich in einer halben Stunde am Andockhaken des Harvester-Schiffes. Wegtreten. Sind Sie gekommen, um mir Glück zu wünschen, Tuvok? Vulkanier glauben nicht an Glück, Mr. Monroe. Ihr Erfolg ist jedoch entscheidend. Und obwohl ich der Meinung bin, dass Sie siegen werden, hoffe ich, dass Sie bei Ihrer Mission auf keine übermäßig widrigen Umstände stoßen. Ich danke Ihnen, Tuvok. Wir werden zu Ihnen das stoßen, sobald Ihr Team die äußeren Verteidigungssysteme deaktiviert hat. Wieso ist da hinten ein Kraftfeld? Das verstehe ich nicht. Noch ein Film. Wie schön. Ja, da ist der Impulsantrieb fast futsch, aber wir fliegen trotzdem weiter. Schön. Sieht aus wie der Azura-Nebel. Wer Star Trek Online kennt und spielt, der kennt den. Die Forge. Och nein. Sieht ja aus wie im finsteren Mittelalter. Oh nein. Ist da unten Lava? Drei Leute. Und der Bolianer, der vor jeder Mücke Angst hat. Er schwitzt und will durch seinen Helm den Schweiß abwischen. Und die kenne ich nicht gut genug. Die kenne ich nicht gut genug. Ja? Ja, schieß auf den. Los. Gut, Leute, bevor ich hier weitermache, machen wir hier einen kleinen Schnitt. Ich nehme jetzt auch schon wieder 2 Stunden auf, oder ist der gut? Ich weiß nicht. Vielleicht bringen wir dieses Let's Play irgendeinmal zu Ende. Das wäre sehr toll, das wäre super, weil ich habe es bisher noch nie geschafft, irgendwas zu Ende zu schaffen. Wahrscheinlich muss ich mal zum Psychiater, das hat wahrscheinlich irgendeine
chronologische, ideologische Idee, egal. Und ich muss meinen Kamin wieder auflegen. Also nicht, dass wir keine normale Heizung hätten. Das ist nur extra, denn es ist Winter. Auch wenn kein Winter ist. Wenn ihr später das seht, dann googelt mal nach Winter 2013, 2014. Bis Mitte Januar, jedenfalls bis jetzt, lag kein Schnee und kaum Frost, eigentlich gar kein Frost. Es war mehr wie ein extrem langgezogener Herbst. Naja, googelt mal. Mal sehen, ob man sich da in 20 Jahren noch dran erinnert. Ich wünsche der Zukunft viel Glück. Hoffe, dass ihr nicht von atomaren Kriegen und alles zerstört wurdet. Eine Frage, schreibt man in die Kommentare, gibt es Nordkorea noch oder hat schon die ganze Menschheit erobert? Wenn ja, dann alles Gute der Untergrundbewegung. Wenn nicht, dann ja, schön, dass es den Weltfrieden gibt. Oder wenn nicht, ach egal, wahrscheinlich hat uns über Amerika und Kanada übernommen. Was soll's? So. Solange man an seine Träume glauben kann, kann man auch noch Star Trek weiterspielen. Also wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Das war der Dr. MAN mit Halbwahrheiten und Fakten von Drittanbietern. Ciao. Beenden hier. Beenden. Oh. Fordere Torpedowerfer. Photon-Torpedowerfer. Photon-Torpedos enthalten kleine Mengen von Materie und Antimaterie in einem magnetischen... Hey. In einem magnetischen Gefäß. Torpedos werden bei Warp-Geschwindigkeit befeuert, gefeuert, wodurch sie ideal sind, wenn sich Mensch... wenn sich das Schiff schneller als das Licht bewegt. Natürlich kann man Photon-Torpedos auch abwerfen, wenn man gerade unter Warp ist. Die vorderen Phaser. Vordere Phaser. Phaser sind die primären Angriffswaffen der Voyager. Es handelt sich dabei um Partikel-Beam-Projektoren, die nur bei Sublichtgeschwindigkeiten verwendet werden können, aber eine Reichweite von 300.000 Kilometern haben. Ventralen Phasenstreifen. Die ventralen Phasen der Phasenstreifen, der entlang der unteren Sektion der Voyager verläuft, Phasen ist eine Abkürzung für Phasenenergiereflektanz. Alles durch. Ben, jetzt. Logout aus dem Elkars-Menüsystem.